Monika, was bedeutet für dich Lebensfreude? Ja, Lebensfreude bedeutet für mich, wirklich die Freude am Leben zu spüren und die Freude aber auch in den Dingen, die ich tue. Also nach dem Impuls zu gehen, was tut mir wirklich jetzt gut, was bringt mir wirklich Freude, nicht was sagt der Kopf, was sagt das Herz, und das eben im Tun dann auch auszustrahlen. Schön, toll, wow, danke. Ursula, du? Was ist für dich Lebensfreude? Für mich ist es die Freude am Leben, so, weil früher habe ich gar nicht so richtig gelebt. Ne? Ich habe das getan, was üblich war oder was man tut. So. Und jetzt spüre ich wirklich die Lebensfreude an dem, was ich gerne tue und nicht man tut. Und es doch kommt dennoch anders rüber als bei Monika, weil jeder hat einen anderen Fokus. Ja. Ne? Bei dir spüre ich so ganz, du bist ganz so bei dir. Ne? Das ist ganz, ganz schöne Energie. Für dich ist so impulsiv, das nach außen ist ganz schön. Und es ist auch wichtig, dass jeder spürt, dass es so individuell ist. So individuell, wie wir Menschen sind, so ist auch die Lebensfreude anders. Wie ist es für dich? Ja, also bei mir kommt die Lebensfreude ganz hoch, wenn ich tanze. Also ich habe gesehen, du tanzt ja auch gerne. Und das ist also immer was ich gerne tue und wo ich das dann auch richtig spüre. Es kann natürlich auch sein, dass das also in einen anderen Ausdruck geht, ne? Dass auch die Trauer durchkommt, dass andere Dinge durchkommen. Also es ist nicht nur, dass ich das im Tanz nur mache oder erfahre, das ist es ja eigentlich mehr. Bei anderen Dingen auch, also gerne, und aber auch einfach nur da zu sitzen und zu merken, die Lebensfreude, die Freude ist in mir. Es ist eine leise Freude, es braucht nicht unbedingt immer laut zu sein. Ne? Nur, dass sie einfach in mir spürbar ist. Manchmal denke ich auch, ist gar nicht da, und wenn ich dann wirklich hinspüre, spüre ich sie auch. Ne? Und von daher dann auch, ja, das wirklich wahrzunehmen. Und das habe ich früher gar nicht gemacht. Ich habe da Dinge nicht dementsprechend, die Gefühle nicht dementsprechend wahrgenommen. Und das ist im Haus der Lebensfreude immer mehr gekommen, wo Nahis uns immer wieder darauf hinweist, guck doch mal, spür mal, was bei dir ist. Ah, das heißt noch, die Menschen konnten zu euch kommen, in euer Haus, um dort die Lebensfreude wieder richtig zu entdecken und auch nicht nur zu entdecken, sondern auch richtig zu entfachen und zu leben. Genau. Ihre individuelle Lebensfreude. Kann man so sagen? Ja, da kann jeder wirklich an seinen Punkt kommen, an seine Ruhe, an sein Inneres und an seine Freude. Okay, und wie das geschieht, das werden wir jetzt noch ganz individuell schauen für jeden. Jetzt habe ich hier die Ursula vom Haus der Lebensfreude. Ursula, was ist dein Part in diesem Haus? Ein Part, ich habe keinen festen Part. So. Wir leben eben zusammen und ich gucke, wo etwas für mich ist, ja, was mir Freude macht. Das ist zum Teil im Haushalt mit, was so gerade anliegt. Und dann ist es eben für mich, ist die Musik jetzt sehr wichtig geworden. Sie war schon immer wichtig, aber sie hat sich für mich ganz verändert. Ich habe früher die klassische Musik geliebt und praktiziert, Klavier und Blockflöte, und habe dann gemerkt, hier, dass ich sehr angespannt war, bei aller Freude, weil ich den Komponisten genügen wollte. Und es ist mir, glaube ich, auch zum Teil geglückt, aber es war immer diese Anspannung und ein bisschen Unzufriedenheit auch dabei. Und jetzt hat mich Nahis darauf gebracht oder mich erfahren lassen, dass ich eben diese Anspannung habe, und darauf gebracht, dass ich ja ganz aus mir heraus musizieren kann. Schön. Und jetzt, dann habe ich mich vorsichtig ans Klavier gesetzt, euch doch nicht. Ne? Und jetzt spiele ich meditative Musik mit viel Freude. Zuerst ganz langsam und vorsichtig, und jetzt wird es schon immer ein bisschen vielfältiger. So. Wow. Und ich habe andere Instrumente für mich entdeckt, wo ich nicht so üben muss. So Saiteninstrumente, die ich nur streichen brauche, das Monochord zum Beispiel. Das hat, meins hat 23 Saiten, die alle auf einen Ton gestimmt sind. Und wenn man da drüber streicht, dann bildet sich eine Vielfalt von Obertönen. Und das erfüllt mich total, macht mir Freude. Und es ist auch für andere sehr, es dringt eben tief ein und bewegt etwas in einem. Und das mache ich jetzt mit viel Freude. Wow, das hast du im Haus der Lebensfreude entdecken dürfen und darfst du jetzt voll auskosten und leben. Ich mache es für Meditation. Und es ergeben sich auch immer wieder neue Instrumente, und das ist total schön.
Man sieht es an deinen Augen. Ja. Dankeschön, Ursula. Dankeschön. Bis bald. Ja. Jetzt habe ich Sophia vom Haus der Lebensfreude und Sophia ist für den Genuss zuständig. Davon möchte sie uns mehr erzählen. Ja, ich esse selber gerne und koche dabei auch gerne, was also wirklich dazu führt, oh, jetzt lasse ich mich hier von ihm ablenken. Oh. Aber die Freude darf ja auch sein. Das Publikum macht Späße. Gut, jetzt fange ich nochmal an und sage einfach noch, ja, jetzt ist alles vorbei. Es fängt erst an, es ist vorbei. Es fängt erst an, genau, so ist es. Gut, also wir haben also im Haus... Auch Lachen ist Genuss. Ja, eben. Und da freue ich mich auch drüber, dass ich das also immer mehr kann. Jetzt fangen wir mal von einer ganz anderen Seite an, weil ich habe also Jahre erlebt, wo ich das Gefühl hatte, das klappt nicht so gut mit dem Lachen. Und das können wir ja jetzt auch gerade praktizieren. Weil, ja, das war auch ein Grund, in dieses Haus einzuziehen, in dieses Haus der Lebensfreude, weil ich einfach so diese alten Strukturen hinter mir lassen wollte. Und da rauszugehen, um auch wirklich da auch gesund zu werden. Ich war vorher auch eigentlich nicht gesund. Und dass ich also immer wieder immer gesünder werde, immer aktiver werde, wo mir jetzt gerade das Schwimmen einfällt. Wir sind also die Tage noch im See gewesen und haben geschwommen da. Also das stört uns eigentlich nicht. Wir gehen dahin und wir empfinden das Wasser als erfrischend und nicht als kalt. Und dazu sagen, das ist einfach klasse. Und da freuen wir uns jeden Tag drüber. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt nach den Tagen jetzt noch wieder möglich ist, wie weit wir uns dann wirklich da noch wieder zu aufraffen können. Aber ich denke, wir werden es auf alle Fälle noch mal wieder ausprobieren. Also du bist dann auch so eine gute Fee oder auch ich spüre auch so ein bisschen so ein Motivator. Also Motivator nicht im Sinne, dass du diktierst, was man machen soll oder so, sondern gibst einfach gute Impulse auch. Und mehr so aus dem Tun, über dein Essen, ich habe gestern schon tolle Sachen von dir probiert, das ist einfach, das macht Appetit ständig auf mehr. Oh. Also man kriegt nie Genuss, man wird fast gierig danach. Aha. Ist das deine Absicht? Nein, das ist eigentlich nicht meine Absicht und ich denke auch, es ist ja schön, dass es dir schmeckt und ich glaube, wenn du sagst, es ist eine Gier im Moment da, aber irgendwann wird sie gedeckt sein. Ja. Dann wird es also so sein, dass es dir gut schmeckt. Im Allgemeinen, denke ich, und dann einfach zu sagen, ich genieße das Leben, ich genieße das Essen und das möchte ich bei den Menschen einfach unterstützen, das wahrzunehmen, dass auch mal andere Dinge sein dürfen, dass nicht nur die gesunde Ernährung sein muss in dem Sinne, sondern dass man auch mal eine Schokolade essen darf. Dass es nicht immer Bio sein muss, aber ich merke auch manchmal, wenn ich also andere Möglichkeiten habe oder nicht habe, dass ich Bio bekomme, dann ist es auch so, dass ich spüre, es ist einfach nicht die Kraft in dieser Pflanze. Es ist einfach, ich bin da auch sehr sensibel, wenn es also so irgendwo aufgezogen ist, also Tomaten oder sowas, wo ich also leicht schon dann irgendwelche chemischen Mittel auch rausschmecke. Also du bist da sehr, sehr feinfühlig Also, und möchtest da auch natürlich den Menschen, die in das Haus der Lebensfreude kommen, auch ein Gespür dafür vermitteln und auch über den Genuss, über dein Essen, über deine Zutaten, über alles, was du möchtest, du auch die Sensibilität dafür eröffnen für die Leute, dass sie erstens nicht so dogmatisch mehr an den Sachen rangehen, sondern das Leben genießen, so wie es gerade ist, und wenn es jetzt die Stück Schokolade oder Stück Kuchen, dann mit vollem Genuss und nicht dann mit hinterher ein schlechtes Gewissen zu haben. Das ist deine... Das ist eigentlich das, was ich auch gerne den Menschen vermittle. Es gibt noch andere Dinge, aber das dürfen die Leute dann bei uns entdecken, wer dann zu uns kommen möchte, vielleicht ein Seminar besuchen möchte. Und man kann uns im Internet einfach ja auch sehen und von daher... Lass mal die noch ein bisschen die Neugier, meinst ja, du? Ja, eben. Man kann nicht alles erzählen, also das Leben ist lang und spannend und interessant und von daher, oh ja, jetzt habe ich natürlich, ich gehe gerne in die Natur und da kommt noch was Süßes auf den Tisch sozusagen. Im Moment bin ich ja dabei, verschiedene Marmeladen zu entwerfen in gewissem Sinne. Ich habe also Traubenkirschen jetzt gerade im Herbst entdeckt. Wir wohnen in einem Naturschutzgebiet, rundum bei uns ist Naturschutzgebiet und dann ist das natürlich auch also aus der Natur
und sehr reine Ware. Und von daher, also ich habe letztens noch mal erlebt, wie ich eben die Taubenkirschen gepflückt habe, dass ich, also wie ich nach Hause fuhr, vor einer Herde Kühe hinter der Herde Kühe hinterherfahren musste, weil sie nach zum Melken nach Hause geholt wurde. Und da ist für mich also wirklich noch Natur bei uns. Und das finde ich also immer wieder sehr schön. Wow. Ja, Natur pur. Okay, genau. Vielen, vielen Dank. Und ja, dann wünschen wir euch viele Menschen, die den Genuss wieder entdecken dürfen für sich. Ja, ja. Das okay. Wünsche ich auch allen. Dankeschön. Danke. Wir haben hier die Monika vom Haus der Lebensfreude. Ja, Monika, von dir möchte ich gerne wissen, von dir spüre ich so eine ganz, ganz tiefe, also ganz, ganz große Tiefe. Und was ist dein... Wenn die Menschen zu euch kommen, ins Haus der Lebensfreude, habe ich das Gefühl, das ist wie so ein Sog, den man fast spürt. Ein Sog, nicht zu sich weg, sondern man erkennt sich sehr stark in dir. Also so geht es mir gerade, wenn ich in deine Augen schaue. Und was möchtest du den Menschen, die zu euch kommen, die euch finden, vermitteln? Oder was ist dir wichtig im Leben? Also ich denke, dass du das jetzt so spürst, wie du es gerade sagst, kann daran liegen, dass ich ganz frisch im Haus bin. Also ich bin jetzt seit gut zwei Wochen lebe ich erst im Haus, gehöre fest mit dazu. Ich bin dem Haus schon verbunden, dem Haus der Lebensfreude, seit ja, 2 Jahren ungefähr. Bin hin und wieder da gewesen zu Seminaren, um auch für mich einfach was zu tun und da Unterstützung zu erfahren. Und ich fühle mich denen, die jetzt kommen zu uns, eigentlich sehr verbunden, weil ich noch so in diesem Prozess stecke. Also ich habe mich vor 6 Wochen von meinem Mann getrennt, die Familie verlassen und bin einfach wirklich reingesprungen. Reingesprungen in so eine Chance, zu mir zu kommen und da ja, was zu finden, was ich sonst im Außen gesucht habe. Und das kannst du dort im Haus der Lebensfreude entdecken und auch leben. Du darfst es leben. Ich darf es leben. Es darf alles sein vor allen Dingen. Also Dinge, die ich vorher auch runtergedrückt habe, die auch so in dem, was so Familie und diese ganzen konformen Dinge angehen, nicht möglich sind. Und es darf da alles sein. Also ich darf da auch in Prozesse kommen, in Gefühle kommen, die dann einfach hochkommen, die ich nicht mehr wegdrücke. Ja, die wirklich auch da sein dürfen. Und das ist einfach das, was mich auch weiterbringt, was mich wach gemacht hat so vor einem guten halben Jahr und was mich jetzt einfach auch zu mir bringt. Okay. Und wenn du dort lebst, es ist ja, ihr seid dann mehrere, also momentan zu dritt, zu viert, die dort leben und von außen kommen Wochenende oder auch tagsüber oder wie auch immer, was ihr für Veranstaltungen habt, kommen Menschen von außen. Was ist es dann für ein Gefühl? Die anderen gehen wieder und ihr bleibt. Ist es dann, wie wichtig ist dir Zusammenhalt? Wie wichtig ist dir Vernetzung? Und wie wichtig ist dann auch wieder auch die Individualität, die dann auch wieder gelebt werden möchte? Ja, also was ich noch nicht erlebt habe, ist das Dasein im Haus, wenn Menschen kommen und gehen. Dafür bin ich zu kurz wirklich fest da. Ich kenne es aus der anderen Sicht. Ich bin oft gekommen und wieder gegangen und habe so die drei, die dann da vorher eben lebten, zu dritt, jetzt mit mir zu viert, auch erlebt als Einheit, aber auch wirklich als Individuen, die auch ihre Prozesse haben, die auch auf dem Weg sind, jeder seine Begabung hat und ja, da denke ich, gehe ich auch hin, dass ich sehe, wo ist da meins, wo kann ich vielleicht im Bereich Musik, im Bereich Kinder, Kräuter, das sind so Dinge, die bei mir im Moment so da sind, auch was tun und es ist beides wichtig. Es ist der Zusammenhalt wichtig, es ist die Unterstützung wichtig, das Vertrauen, dass Dinge geschehen dürfen, dass alles gut ist, was erstmal hochkommt, aber auch die Individualität, dass wirklich jeder auch das lebt, was in ihm ist. Hast du deinen Platz schon gefunden im Sinne von, wenn jetzt Menschen von außerhalb kommen, dass du sagst, genau, das ist das, was ich schenken kann, was ich schenken darf, weil das einfach meins ist, mein Innerstes? Also dafür muss ich den Platz jetzt nicht haben. Den zu finden, denke ich, das ist ein Prozess, das dauert noch. Ich habe schon so gesehen, dass ich die Dinge, die mit dem Computer zu tun haben, die Dinge, die mit dem Organisieren zu tun haben, sehr schnell übernommen habe und andere sehr schnell losgelassen haben. Das scheint jetzt so zu sein, dass das mein Ding ist in diesem Haus. Was ich den Menschen geben kann, hat mit meinem Platz im Haus nicht so viel zu tun, denke ich, sondern mit dem,
Platz in mir. Klar, ja, klar. Ne? Und das wird sich zeigen, was ich da wirklich geben kann, was aber auch andere mir geben. Alle, die ins Haus kommen, geben ja auch uns, auch wir lernen ja permanent aneinander und an den Menschen, die zu uns kommen, weiter. Absolut. Was das genau ist, das wird sich zeigen. Wow, also ich finde das total spannend und total inspirierend, dass wirklich keine feste Norm, das ist keine, sondern jeder darf sich dort in diesem Haus entwickeln, wo er gerade steht, wie es gerade ist, egal in welcher Lebenssituation. Darf einfach alles sein, ohne dass vorher abgesprochen ist, so und so und so, also so fühle ich das gerade, sondern es darf sich entwickeln. Es darf sich entwickeln, das finde ich, wow, finde ich klasse. Wo ist denn dieses Haus? In welchem Bundesland? In Westerkappeln ist das, am Autobahnkreuz Lotte, in der Nähe Osnabrück-Lotte. Ich wünsche euch ganz, ganz viele liebe Menschen, die euch finden und natürlich für euch auch untereinander, dass ihr euch bereichert oder inspiriert und auch jeder sein, ja, das Leben darf, was gerade ansteht, was gerade wichtig ist für ihn und wünsche euch da ganz viel Lebensfreude. Dankeschön. Okay, danke Monika. Tschüss. Tschüss. Du Faxenlacher. Jetzt hatten wir die. So, jetzt habt ihr alle kennengelernt vom Haus der Lebensfreude. Jeder wirklich ganz individuell auf seine Art und Weise. Und auch ihr seid herzlich willkommen. Und die Ursula möchte jetzt noch zum Abschluss euch noch was schenken, was mitteilen. Ja, du hattest mich gefragt, welchen Part ich spiele im Haus der Lebensfreude. Wir spielen, der Part ist immer bei jedem, in jedem Moment authentisch zu sein. Also die Gefühle, das hattest du angesprochen auch, dass wir das beachten und das auch gleich umsetzen. Und auch nichts unter den Teppich kehren, sondern wirklich danach leben, was der Moment bringt. Wir planen nicht für lange Zeiten. Es ergibt sich einfach immer. Und oft wird alles umgeworfen, was man denn doch geplant hatte. Und damit immer zu fließen, das ist auch ein Stück Lebensfreude. Und das wollte ich noch mal nachtragen. Vielen Dank. Also alle, die in Haus der Lebensfreude kommen, haben die Möglichkeit zu fließen, zu zerfließen. Ah, voller Genuss. Oh ja, okay, schön. Vielen, vielen Dank euch. Und gute Zeit dort in diesem Haus mit den Menschen, die euch finden. Danke. Danke. Tschüss.